Yo, ich bin heute aufgewacht, hab in meinen Discord geguckt und hab gesehen, eine neue Banlist ist draußen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute schauen wir uns ja, die Mitteilung an alle Duellanten mit den kommenden Updates an. Wir gucken uns das kommende Update der Liste mit den limitierten und verbotenen Karten an und haben natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Gameplay am Start. Anyways, an alle Duellanten, kommendes Update. Erstmal erhalten alle einen neuen legendären Duellanten. Hier ist ein direkter Angriff mitten ins Herz, Mission Duel Links Untersuchung. Okay. Keine Ahnung, um wen es hier gehen könnte. Wenn wir auf Duel Links Meta gehen, haben wir da wahrscheinlich ein bisschen mehr Plan. Mitte Dezember gibt es Rio Kersel für alle. Rio Kersel ist dann am Tor freischaltbar. Auch nochmal ganz nice. Demnächst ein neues Event. Die Action beginnt jetzt mit einem Action-Duell. Oh, damn. Und Duellkapseln. Und zum Ende von oder Ende Dezember gibt es auch nochmal Weg des Duellanten. The Dark Side of Dimension. Okay. Dass wir da schon mal Bescheid wissen. Gibt auf jeden Fall einen neuen Duellanten anscheinend Anfang Dezember, was ziemlich cool ist. Heißt nämlich mehr Gems. Haha. Und das nehmen wir doch mit Kusshand an. So, jetzt aber der Grund, warum ihr wahrscheinlich auf dieses Video geklickt habt. Kommendes Update der Liste mit limitierten verbotenen Karten. Details zur Implementierung der Liste mit verbotenen seltenen Karten. Ein Skill-Upgrade gab es nicht, ne? Ne, ein Skill-Update gab es nicht. Gucken wir mal. Am 8. Dezember ist es soweit und das erste, was mich hier anlächelt, ist Großsalamander-Gazelle und Großsalamander-Gebrüll in Kombination. Beide auf 1. Was bedeutet das für das Deck? Tja, man kann beide Karten nicht mehr zusammenspielen. Oh, und das ist ein riesengroßer Hit. Das Coole ist, es sind zwei URs, aber es sind zwei Free-to-Play-URs. Von daher macht das jetzt nicht so viel aus. Und die zwei Schlüsselkarten von Großsalamander-Decks werden limitiert, um die Fähigkeit zu verringern, einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu erlangen. Ja, warum wurden beide auf 1 gesetzt? In Duel Links ist es so, dass du nur eine limitiert 1 Karte spielen kannst. Heißt also, selbst wenn Gazelle und Großsalamander-Gebrüll einmal in meinem Deck jetzt in Zukunft sein sollten, ich kann sie nicht beide zusammen spielen, weil limitiert 1 Karten, wie gesagt, auf 1 limitiert sind insgesamt. Und somit muss man sich entscheiden, Gazelle oder Gebrüll. Ich würde sagen, die Decks werden wahrscheinlich in Zukunft weiterhin aufs Gebrüll gehen, weil Großsalamander-Gebrüll einfach, wobei, schwierig. Großsalamander-Gebrüll ist nicht mehr suchbar, ne? Die war suchbar über Gazelle. Ist sie jetzt noch suchbar? Ich meine persönlich nämlich nicht. Gazelle ist suchbar, ja, aber uhohoho, das ist ziemlich undankbar, wenn ich das mal so sagen darf. Aber es wird noch besser. Feindkontrolle geht auf 1. Kein Scherz, Leute. Feindkontrolle geht auf 1. Seitdem ich angefangen habe, war die Karte auf 2. Jetzt geht sie auf 1. Diese Karte ist im aktuellen Metagame zu oft in der Lage, Duelle sofort zu entscheiden. Daher verschieben wir sie in die Liste limitiert 1. Das ist ganz lustig, weil ich letztens wegen einer zweiten Feindkontrolle verloren habe. Mein Gegner hat mich einmal mit der Feindkontrolle direkt angegriffen, nachdem er Kontrolle über mein Monster erlangt hat. Und für den Lethal Push hat er die zweite Feindkontrolle ebenfalls benutzt, um mein Monster zu snacken. Also, ja. Das war erst, wann war das? Gestern war das, lustigerweise, ja. Witzig. Kopfentscheidung. Diese Karte ist in einer hohen Anzahl von Decks sehr mächtig und wird zusammen mit Feindkontrolle in die Liste limitiert 1 verschoben. Schön. Ich finde super, dass Konami sich jetzt gedacht hat, wir werden auch präventiv Karten, die jetzt nicht gerade in der Meta sind, auch auf 1 setzen, damit man gar nicht erst auf die dumme Idee kommt, die zusammenzuspielen. Kopfentscheidung hat Duelle, ja, über einen Coinflip entschieden, was nicht so geil war. Jetzt kann man die Karte auf jeden Fall nicht als Feindkontrollenersatz spielen. Konami hat mal mitgedacht, finde ich gut. Und ah, shit! Heimtückische Fallgrube. Diese Karte ist in einer hohen Anzahl von Decks sehr mächtig und wird zusammen mit Feindkontrolle in die Liste limitiert 1 verschoben. Die Karte ist noch nicht verboten, wofür ich immer noch plädieren würde, um ehrlich zu sein. Aber die Karte ist auf 1. Und das heißt, naja, die Consistency ist so ein bisschen raus. Ich kann die Karte immer noch ein einziges Mal spielen, wenn ich irgendwie den Slot gerade offen habe. Aber ich kann jetzt nicht mehr diesen berühmt-berüchtigten 1-1-Split nehmen oder einfach zwei heimtückische Fallgruben für die Consistency. Yo, heimtückische Fallgrube geht damit auch auf 1. Und
Finsterlord X-Shell geht ebenfalls auf 1. Diese Karte wird in die Liste limitiert 1 verschoben, damit Spieler sie sowieso sowie zusätzliche Exemplare von Finsterlord-Karten der Kategorie limitiert 2 verwenden können. Okay. Man kann jetzt also X-Shell wieder in Dark Lords spielen, als One-Off, zusammen mit der Zauberkarte, die auf 2 ist, ne? Die Fallenkarte ist immer noch auf 1, das heißt also X-Shell oder Fallenkarte, da wird man sich jetzt entscheiden müssen. Ja, das ist aber auf jeden Fall nicht so berauschend. Und Geflüster des Weltenvermächtnisses geht ebenfalls auf 1. Diese Karte wird limitiert, um die Fähigkeit von Mech-Ritter-Decks, die Kontrolle über das Spielfeld zu übernehmen, zu verringern. Yo, Zaubereffekte oder Monstereffekte? Wir können nur noch eins von beiden negieren. Das heißt also, die optimierte Mech-Knight-Liste, die ich letztens erst vorgestellt habe, die ist gar nicht mehr aktuell. Die ist gar nicht mehr aktuell, weil die zweimal Geflüster und einmal die andere limitiert 1-Karte drin hat. Geil. So, dann haben wir neu in Limitiert 2 Debug-Käfer. Wir limitieren diese Karte, da sie es Spielern ermöglicht, konsistent eine Kombination an Karten zu spielen, mit denen ihr Gegner kaum eine Chance hat, sich zu wehren. Debug-Käfer als Super-Rare aus einer Mainbox auf 2. Wow. Gut. Ist auch wieder ein Hit für Großsalamander, aber auch für alles andere. Aber auch Karten, die halt in Zukunft dann erscheinen werden. Ne? Also da wird noch ganz viel Cyber-Support kommen etc. Das Ganze wird dann in dem Fall präventiv auch nochmal so ein bisschen eingeschränkt. Großsalamander-Kreis geht ebenfalls auf 3. Also Großsalamander, da macht Konami ja jetzt gar keinen Halt mehr. Diese Fähigkeit wird limitiert, um zu verhindern, dass Großsalamander-Decks Zugang zu Karten der Kategorie Limitiert 3 haben. Okay. Ich meine, viele Listen haben Großsalamander-Kreis nur zweimal gespielt, weil sie mehr oder weniger super ist. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder ein Ding, ne? Großsalamander-Kreis auf 3, das heißt, Großsalamander-Decks werden massivst eingeschränkt. Was haben wir denn aktuell limitiert 3? Kosmozyklon? Sonst noch irgendwas? Müssen wir gleich in die Liste reingucken. Aber das ist schon mal ziemlich strong. Legendärer 6 Samurai Enishi, ebenfalls auf 2. Die Limitierung dieser Karte wird gelockert, um mehr Flexibilität beim Bauen von 6 Samurai-Decks zu ermöglichen. Und Shiens Dojo geht ebenfalls auf 3. Yo! Dojo und Enishi auf 3. Es ist jetzt nicht so, als ob Shiens Dojo komplett von der Liste runter wäre. Aber man kann jetzt zumindest wieder zweimal Dojo und einmal Enishi spielen. Was an sich schon mal ziemlich geil ist. Free Enishi. Enishi ist wieder free, Leute. Aber Enishi ist ohnehin nicht so toll in der aktuellen Meta, wie ich finde. Der wurde schon längst power-creeped. Aber trotzdem, Enishi ist free. Mehr oder weniger. Den kann man jetzt wieder spielen. Oder man spielt einfach komplett full consistency und geht auf 3 Dojos. Wäre auch eine Option. So. Oh, what? Ich habe gesagt, Kosmozyklon ist auf der Liste? Ich glaube nicht. Kosmozyklon geht runter von der Liste. Obwohl dies eine sehr mächtige Karte ist, heben wir ihre Limitierung auf, um Änderungen am Metagame zu fördern. Alright, ich meine, an sich ist es nicht schlecht, weil MST halt auch auf 3 ist und jetzt haben wir Kosmozyklon ebenfalls wieder. Nee, MST ist nicht auf 3, MST ist gar nicht erst limitiert und Kosmozyklon geht jetzt wieder runter. Nice, Beschwörung, die Limitierung dieser Karte wird aufgehoben, um mehr Flexibilität beim Bauen von Beschworen-Decks zu ermöglichen. Nice, Beschwörung ist jetzt also auch wieder spielbar. Alistar, back in der Meta, Fragezeichen. Phantomritter der lumpigen Handschuhe, ebenfalls runter von der Liste. Phantom Knights, anyone? Magellanica runter von der Liste. What? Beschwörung und Magellanica, komplett beide runter von der Liste. Das heißt, wir können wieder Magellanica OTK spielen, Leute. Magellanica OTK. Der Boy geht einfach auf 4000 Attack hoch und wir gewinnen. Und Gagaga Kopf ebenfalls nicht mehr limitiert. Genauso wie Shiranui Knappin. Und Shiranui Seelenmeister. Haben wir. Warte mal, ich muss mal gleich gucken. Haben wir Full Power Shiranui? Und es geht noch weiter. Necros von Valkyros ebenfalls nicht mehr limitiert. Okay. Und Genex Überwacher. Auch nicht mehr limitiert. Was zur Hölle ist das für eine Banlist? Konami? 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 Die sind ja komplett eskaliert. Konami ist ja komplett eskaliert. Das ist eine Banlist, die habe ich in der Form noch nie gesehen. Da ist ja alles gefühlt runter von der Liste gekommen.
Shiranui. Nur noch Solitär ist limitiert bei Shiranui. Ansonsten haben wir Full Power Shiranui wieder back. Nice! Full Power Shiranui. Das wird einige Leute freuen, weil Shiranui halt immer noch ein sehr günstiges Deck ist vergleichsweise. Und ja, Knappin geht runter und der Seelenmeister geht runter. Was haben wir dann überhaupt noch bei den limitierten Karten aktuell? Da muss ich auch mal reinschauen. Hat Konami jetzt eigentlich alles runtergenommen? Bei den limitiert 2, 1 und 3 Karten? Mal gucken. Was haben wir denn da noch? Also, limitiert bei den Zauber- und Fallenkarten. Da ist natürlich noch einiges drin, klar. Da ist noch einiges drin. Nehmen wir das mal raus. Wie sieht es aus bei den Monstern? Bei den Limitiertkarten. 1, 2, 3. Da haben wir gucken können, was mit den anderen Archetypes ist. Okay, Karakuri. Karakuri ist noch limitiert. Der ist auch noch limitiert. Stab des Magiers. Was ist denn da los? X-Shell, wie gesagt, geht runter. Generell Darklord, Finsterlord müssen wir gleich mal gucken. Ja, Alistair ist noch auf 3. Aber den kann man jetzt satte 3-mal spielen, ne? Man kann Alistair jetzt 3-mal spielen mit Invocation. Kokitos ist immer noch verboten. Warum ist Kokitos immer noch verboten? Können wir Kokitos auch von der Liste runternehmen? Wow! Also, das ist eine ziemlich krasse Banlist. Finsterlord. Nee, guck mal, wir können immer noch einmal der gesegnete Finsterlord und einmal jetzt Contact spielen. Mit einmal X-Sheldern. Yo, Darklords ist auch wieder free gefühlt. Wie gesagt, einmal Contact mit einmal gesegnete Finsterlord und Darklords sind wieder free. Wahnsinn. Anyways, wir spielen heute Cypher ganz nebenbei, das ist das Deck und während wir Cypher spielen, können wir so ein bisschen über die aktuelle Banlist jubeln. Ich bin, wie gesagt, überrascht. Konami hat ja einige limitierte Karten von der Liste runtergenommen und damit einige Archetypes wieder, also Archetypes aus der Vergangenheit, gestärkt. Ob das jetzt dafür sorgt, dass wir auch wieder viele Leute aus der Vergangenheit wiedersehen werden in Duel Links. Wer weiß. Also falls ihr jetzt nochmal euer altes Darklord-Deck auspacken wollt, jetzt ist eine gute Möglichkeit dafür. Jetzt ist eine gute Möglichkeit dafür. So. Ja. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, muss ich dir auf jeden Fall mal sagen. Das ist ziemlich krass. Ich hätte das nie im Leben erwartet, dass Konami da jetzt in der Banlist, vor allen Dingen, yo, also das ist schon eine krasse Banlist. Das ist schon eine richtig, richtig krasse Banlist. Ich meine, wir müssen uns das einfach mal nur angucken. Ganz nebenbei, der neue Charakter heißt wohl Shay. Shay? Kann das sein? Könnte Shay sein, ja. Interesting. So, ich werde jetzt die EOT-Card, aber das ist egal. Ich bin gerade viel zu überrascht, was die Liste angeht. Was macht denn der Typ da? Was macht mein Gegner da? Was macht Ronaldo da? Ronaldo de Boer! Du kannst nur offene Karten zerstören, mein Freund. Du kannst nur offene Karten zerstören. Jetzt musst du in den Cypher Boy gehen. Ja, das funktioniert. Aber der ist falsch gefloatet, ne? Muss man gestehen. Der ist falsch gefloatet. Unnötig gefloatet. So. Gegner kann doch normal beschwören, ne? Macht er auch. Okay, GG. Bist ein guter Spieler. Du hast den Münzwurf gewonnen. Der Münzwurf hat entschieden, wer gewinnt. Ein wahrer Konami-Klassiker. Wobei ich in letzter Zeit, wie gesagt, sehr gerne Master Duel spiele. Master Duel macht in letzter Zeit echt viel Spaß.
Ich habe jetzt, ich nehme jetzt immer die Events mit und so für die Gems. Jeden Tag mache ich so meine, meine Dailies. Ich habe jetzt auch wieder 2000 Gems. Mein Blue Eyes Deck ist fast komplett. Da fehlen jetzt noch ein paar vereinzelte Karten. Ja, auf jeden Fall freue ich mich drauf. Okay, MST, Wiedergeburt, Cypher, Doppeldecker. Wir müssen leider wieder anfangen. In diesem wohlbekannten Mirror-Match. In diesem wohlbekannten Spiegel-Match. Und während der Endphase, weil sich diese Karte auf Friedhof befindet, weil sie in dem Spiel dort hingelegt wurde, ja. Dann wenn wir das Cypher Monster als normaler Spezialbeschwörung oder Führer Cyberbeschwörung, du kannst die Karte nicht. Okay. Yo! Läuft bei DK. Traurig, aber wahr. Wolkendrache. Oh, da ist er sogar. Der Wolkendrache. Der normal beschworen wird. Für den Galaxie-Augen-Photon-Drachen. Und jetzt sehen wir wieder den glorreichen Spielzug vom Gegner. Mit diesem überaus brokenen Skill, den sie immer noch nicht genervt haben. Also sie müssen tatsächlich auch diesen Skill mal endlich nerven, ey. Der ist so braindead. Der ist viel zu braindead. Keine Ahnung. Die müssen den irgendwie anpassen. Das ist ein Deck für Blödis. Das ist das neue Blue Eyes. Nur mit einem Monster Negate, der super nervig ist auf der Nummer 90. Ich spiele das Deck auch sehr gerne. Also das Deck, was mein Gegner hier gerade spielt, ich spiele das so gerne. Das ist so ein cooles Deck, ich weiß. Aber es wird halt inflationär auf der Ladder benutzt und das macht mich ein bisschen sad. Das sollte nicht so sein, dass das so inflationär benutzt wird. So, Background oder Monsterkarte? Monsterkarte. Oha. Oha! Er wählt die Monsterkarte aus, der Gegner. Aber warum denn? Warum wählst du denn die Monsterkarte aus und nicht die Backrow-Karte? Weil du gewinnst ja in dieser Runde ohnehin nicht, oder? Oder irre ich mich gerade? Ich irre mich nicht, das ist jetzt nur Material. Du gewinnst in dieser Runde doch ohnehin nicht, also... Keine Ahnung. Das Deck ist schon so banal, ne? Und die Leute kriegen es trotzdem nicht hin. Aber hey! Soll mir recht sein. MST! Whoop. Wir aktivieren den Effekt vom Cypher Spiegelritter. Cypher Spiegelritter darf mir jetzt den Cypher Zwillingsraptor raussuchen, ne? Muss überlegen, wie dieses Cypher Deck nochmal funktioniert. kannst eine Karte abwerfen, beschwöre ein Cypher und sein Spezialbeschwörung auf deiner Hand oder deinem Deck. Zusätzlich kannst du auch den Rest sehen. Okay. Wenn wir uns den Zwillingsraptor, wir haben eh den Doppeldecker. Dann spezialbeschwören wir den Zwillingsraptor. Wir specialen den Doppeldecker dazu. Dann darf der Zwillingsraptor seinen Effekt aktivieren, um dich abzuschmeißen und um was zu specialen. Selber Spiegelritter meinetwegen. Ui. Dann haben wir den Doppeldecker. Doppeldecker darf jetzt zwei Karten auswählen, die ihre Stufe ändern. Einmal dich und einmal dich. Dann switchen wir einmal auf dich. 1-2. Gegner hat keine Lust mehr, weil wir jetzt den OTK gehabt hätten. GG. Bam, bam, bam. Aber ich kann ja nichts dafür, wenn die Leute halt einfach ihre nicht so guten Listen spielen. Mann. Weil ich glaube, das war jetzt nicht so eine Listensache. Das ist eher... Ah, wie gesagt, Galaxy Eyes ist das neue Blue Eyes. Nur halt Power Creeped. Immer noch das Deck, was Leute benutzen, die halt einfach... Ja, nicht so gern nachdenken. Aber es ist halt trotzdem ein sehr starkes Deck. Ne? Galaxy Eyes. Kann man halt immer noch wunderbar benutzen. Um halt auch viele Games zu cheesen. Was haben wir denn jetzt hier? Ich wollte... Hey, guck mal, wir fangen nicht an. Yay, wir fangen nicht an. Gegner fängt an. Exodia Abate. Abate.
Abate, abate, abate. Kann ich zwei von denen unchainen? Ich kann nicht. So, ich kann jetzt aber deinen Effekt aktivieren. Beispiel Flügel abzuschmeißen. Und dann dich aus Feld zu holen. Dann aktivieren wir den Effekt vom Doppeldecker. Einmal, zweimal. Wenn wir in den Cypher-Drachen gehen. Jawohl. Here we go. Galaxieaugen Cypher-Drache. Wir ranken ab in den Galaxieaugen Cypher-Klingendrachen. Und dieses Mal tue ich ihn in die Link-Zone, in die Extra-Zone, damit nicht wieder einige Leute Nahtoderfahrungen sammeln. Das wollen wir ja nicht. So. Pop you. Zack. Dann setzen wir Bucke und greifen an. So, das ist... Ich hab's mir schon fast gedacht. Ein Valkyros-Deck, oder? Hey, Kugelfuriko, okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, Cypher Spielritter darf seinen Effekt aktivieren. Sucht sich den Cypher Zwillingsraptor raus. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir hier noch so schön hinkriegen. Ach, der Gegner hat gar keine Lust mehr. Okay! Dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich kann es dir ja nur anbieten. Materialentfernung. Über neuen Skill freigeschaltet. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Und zur Abwechslung sogar mal nicht rückwärts. So, ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich muss die nächsten Videos auch öfter mal... Jagd nach Nummern brauchen wir noch. Okay, einen können wir noch nutzen. Ich war jetzt gerade nur überlegen, ob sich das bei Kite jetzt überhaupt lohnt. Ja, ich bin aber wie gesagt immer noch positiv gestimmt über die Banlist. Also die Banlist ist echt... Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ich finde aber persönlich die Banlist richtig, richtig, richtig gut. Und ich bin sehr zufrieden, dass Konami sich der Banlist so sehr angenommen hat. Very nice, Konami. Gerne weiter so. So. Cypher. Cypher it is. Doppeldecker, einmal, zweimal. Muss ich jetzt in einen von denen gehen? Nein, ich kann sogar in die Gefängnisfestung gehen. Das war der Plan. Dann kann ich nämlich den Effekt nutzen, um den Spiegelritter abzuschmeißen. Dadurch ist der Spiegelritter live. Wir setzen Buch des Mondes und fasten. Let's go. In Cypher-Zwillingsraptor. Nice! Das ist doch auch wieder ein solider Start gewesen eigentlich. Bis zum Ende des nächsten Spiels deines Gegners kann diese Karte nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Zusätzlich kann kein Spielermonster eine Spezialbeschwörung von den Friedhöfen beschwören. Auf geht's! Xanafont, das Himmelsgefängnis. Ein mehr als solider Turn 1. So. Gegner ist ein guter Spieler, hat natürlich die MST. Was denn auch sonst? Ja. Ein guter Spieler eben. Gute Spieler haben immer Going Second MST. Wie oft hatte ich heute MST Going Second? Gar nicht. Die Liste spielt auch Doppelzyklon ganz. Auch sehr wild. Okay. Laternenhai. Aha, aha, aha. Into Kreissägenhai. Und der Gegner hat auch zwei Backrow-Karten wieder. Was ist das denn? Das ist ja ein Traumstart. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Der Hund in der Pfanne. Sanna von das Himmelsgefängnis. Werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sehr erleben dürfen. Ne?
In deinem Friedhof beschwöre ich das Spezial schon, sind eingeschaltet mit Wasser. Du kannst dich gerade von deinem Friedhof verbanden, dann ein Wasser-Exit-Monster, wenn du es kontrollierst. Führe ein Wasser-Exit-Monster, das nur Rang 1 höher ist als dieses Monster, das du kontrollierst, als Spezial schon mal weg. Transferiere sein Material aus. Also der berühmt-berüchtigte Grave-Effekt. Der Grave-Effekt. Was hat der Gegner vor? Was hat Ghost vor? Ich meine Ghost. Was hat Ghost vor? Warten wir einfach mal ab. Lassen wir uns überraschen. Ghost. Lass mich jetzt erstmal warten. Mann, ey! Kasse warten. Ich bin so ungeduldig. Hallo? Hallo? Ich bin so ungeduldig. Auf der Suche nach Inspiration? Nein, Lieferando, ich bin nicht auf der Suche nach Inspiration. Hast du jetzt so lange gewartet? Das gibt's doch nicht. Der Dude hat so lange gebraucht für diesen Kack-Play. Verrückt. Und jetzt? Bist du 100 Damage auf Lethal. Grandios! Grandios! Weißbeschrittung. Okay. Doppelzyklon. Lass uns doch mal überlegen. Wir haben den Cypher-Zwillingsraptor. Der den Doppeldecker jetzt beschwört. Ja. Dann können wir deinen Effekt nutzen. Wir wählen dich. Dich. Ja. Und können jetzt in den Galaxieaugen Cypher Drachen. Der Doppelzyklon bringt mir gerade absolut nichts. Das macht mich total traurig. So, Galaxieaugen Cypher Drache. Einmal verschwinden, dann offen auf das Monster, wie das Ergitter kontrolliert. Für den Rest dieses Spiels kann er direkt angreifen, außer dieser Karte. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Lasst uns doch auf den Galaxieaugen Photonendrachen gehen. Ich will jetzt erstmal ein paar Karten pappen. Ich würde ja eigentlich schon gerne Lethal in dieser Runde haben, ne? Ich würde ja schon gerne Lethal in dieser Runde haben. Das heißt, ich schmeiße dich ins Grave, um dich zu zerstören. Dann gehen wir auf den Klingendrachen. Ebenfalls in den Slot. So, wir aktivieren deinen Effekt. Kriegen dich in den Friedhof und. Ich muss kurz nachrechnen. Eigentlich ist Backrow hier die richtige Way, ne? Ja, eigentlich ist Backrow hier der Way to go. Ja, es ist nur ein Cosmic Cyclone. Na dann! Back Position! Ich aktiviere noch. Bereit für eine Niederlage? Können dich auswählen, kriegst 1000 Attack und dann greifen wir einmal hier an. Bumm! Und bumm! Destroyed! Mit 100 Lebenspunkten übrig! Das gibt's doch nicht. Verrückt. Verrückt! Verrückt! Der absolute Wahnsinn. Ja. Either way, Leute, wir haben heute auch mal wieder Cypher gespielt. Wir haben eine neue Bandlist.
Lasst mich eure Meinung in den Kommentaren lesen. Wie findet ihr die neue Bandlist? Was ist euer Eindruck? Und glaubt ihr, dass wir dadurch eine Meta-Veränderung haben werden? Spoiler! Ja, werden wir. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Dankeschön fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao. Euer Regi.